dehnen. Immer schön dehnen, Herr Landsettel, dehnen. Und am besten noch ein Liedchen dazu trällern, bevor Sie sich aufregen. Das sagt immer mal Physio, die Petra Berschmann. Das sagt sie natürlich auf Schwäbisch, Alemannisch. Die kommt nämlich aus dem Spätzleland. Aber sie meint es halt so. Auf jeden Fall, wie ich diesen bombastischen Fahrradweg da in der Heidelberger das erste Mal gesehen habe, da hat die ganze Dehnerei überhaupt nichts genutzt. Eine ganze Stunde habe ich gedehnt und alles dabei gesungen. Aufgeregt habe ich mich trotzdem. Ein Arsch voll Schulter haben sie, wie die Palzgraben nie hatte. Vor lauter Schulter können sie nicht gerade ausgucken. Und dann sowas. Aber was sage ich? Unserem Obermajores Patsch gefällt er. Der grandioseste Radweg aller Zeiten. Die Begegnungsstätte von Frischluftfanatiker und Automobilisten. Ich habe sofort diese imposante Wegstrecke nach unserem Oberbäuermeister benannt. Muss man ja machen. Wenn man schon kein Radloshaus hinkriegt, dann wenigstens ein Radweg. Sie abos. Also ich nenne das Kunstwerk Jochen Patschdamm. So ähnlich wie Kuhdamm, nur breiter. Also breiter. Aber nicht ganz so lang. Da kann er jetzt stundenlang unter dem Motto keine Gnade für die Wade nunnerzus in Richtung Stadt in Schlangenlinie. Ja, das mit den Schlangenlinien ist extra so gemacht, weil so mancher Autofahrer, wenn er einen geschlappert hat, aufs Fahrrad steigt und nuftzus geradeaus. Ja, da hätte sie ruhig auch, hätte sie auch Schlangenlinie machen können, aber na gut. Die Heidelberger, wenn er die in Richtung Ebersch mit seinem städtischen E-Bike da entlangbrettert, ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht kriegt er ja von der Sozialdezernentin Barbara noch einen schönen Strampelanzug gehäkelt. Das macht einen schlanken Fuß. Also der Heiger da, das ist im Stadtkämmerer Schelleberg, da vorwärts. Sicher, der muss sparen, der arme Teufel. Der Oberbäuermeister, der muss halt nur aufpassen, wenn er da von der Stadt Richtung Ebersch biket. Da ist gleich hinter dem Dönerständchen da. Da hört nämlich so ein grandioser Radweg auf einmal mitten auf der Gasse auf. Wahrscheinlich hat der Kämmerer gesagt, hey, wie langt's, Freundchen? Wir haben nichts mehr drauf. Da hast du dann entweder Wende und nach Geisterfahrer Sitte zurück oder Aare zu und durch und sich auf die heunerstädtische Pflastermalerei verlassen. Da haben nämlich die Behördekünstler Fahrradpiktogramme auf den stadteigenen Straßenbelag gemalt. Ich habe letztens mal zugerufen, schön feste Neuträder, Herr Oberbäuermeister, nicht absteigen, denk immer dran, wer pinkeln muss, hat nicht genug geschwitzt. Und kleine Umwege erhöhen ja die Ortskenntnis, wissen wir ja alle. Da vorne links, wenn du da runter machst, da geht's zum Gieß und rechts, nuff, geht's zum Schlamm. Ich kenne mich an schönen Besserungen schon ein bisschen aus. Du kannst ja vorher da unten noch einen Stäppel Fleischwurst beim Metzger Kruch gönnen, dass du den Buckel nuff kimmst. Bin jetzt nur mal gespannt, Herr Oberbäuermeister, wann die ersten Nebelschwaden im Herbst kommen und es wird ein bisschen frischer im Schritt. Dann steige nämlich die Sauerstofffans ins Auto und es wird einsam auf dem Jochen Patschdamm. Aber dafür verdammt eng auf der Heidelberger Straße. Ach, jetzt hatten wir doch schon wieder Wahlen. Alles vollgepappt mit Plakaten. Das zweite Mal schon dieses Jahr. An jedem Laternenposten ein Wäsching. Ich bin froh, dass das jetzt rum ist. Aber wie ich das Ergebnis da gehört habe, da ist mir erst einmal eine Gänsehaut über den Verstand gelaufen. Gut, das mit der SPD, das
das konnte man schon irgendwie ein bisschen ahnen. Also die sind weg vom Fenster. In Darmstadt gehen sie ja schon gar nicht mehr ans Fenster. Ich frage mich ja sowieso, auch von der Schähobe, guck mal da. Ich frage mich ja sowieso, warum die überhaupt noch Wahlkampf machen. Die sollen doch lieber warten, bis wir uns wieder an sie erinnern. Die AfD. AfD, naja, die sei ich so mehr als Fata Morgana. Was ist so eine vorübergehende Erscheinung, wie so ein besartiger Pickel, der einem temporär Angst macht. Zu denen hier im Gauland, da hätte der alte Herbert Wehner gesagt, Gauland, in ihnen steckt etwas, sehen sie zu, dass sie das loswerden. Jetzt wollte die Neigewählte ja eine Jamaika-Koalition machen. Streben sie zumindest an. Hoffentlich wird es keine Beleidigung für den Inselstaat. Die Jamaikaner haben übrigens ein treffendes Sprichwort. Die sagen, bevor du heiratest, halte beide Augen offen. Doch hinterher drücke eines zu. Wenn ich mir die Kandidaten jetzt von der FDP und von der CSU angucke, da befürchte ich, da werden wir alle zwei Jahre zudrücken müssen. Aber was halten wir uns mit der FDP und mit der CSU auf? Wir haben ja jetzt zwei Mädchen aus unserer Gegend, die schicken wir nach Berlin. Und die lösen mal den Schlafsäbel, den man nie gesehen hat, den Hubert Charles, den lösen die mal Gott sei Dank ab. Wir erinnern uns, das war der, den die Karin Wolf vor 4 Jahren aus dem Ärmel gezaubert und nach Darmstadt geholt hat. Da hat sie sich halt klar ein bisschen verzaubert, aber jetzt haben wir ja die Dani aus der Gundolfstraße und die Astrid aus dem Mühltal. Was wollen wir mehr? Die werden jetzt mal Berlin aufmischen. Die sollen mal dem badisch-schwäbischen Schäuble die Zeh zeigen. Und wenn sie das nicht kennen, dann gebe ich ihnen mal mit. Dann hat er es aber, der Herr Schäuble. Wir können uns ja nicht schon wieder einen neuen Gürtel kaufen, den man noch enger schnallen kann. Wir brauchen auch keinen Löffel, um die Suppe auszulöffeln, die sie uns eingebrockt haben. Wir brauchen auch keinen Riemen, an dem wir uns ständig reißen sollen. Das brauchen wir schon gar nicht. Wir brauchen höchstens einen Teller, wo der Rand so niedrig ist, dass wir drüber gucken können und endlich einmal Land zeigen.